Wir kommen zum nächsten Punkt 32.12.1, Unterstützung des Wirtschaftsverkehrs und Verbesserung der Luftqualität. Hier ist einreicher Bündnis 90 Die Grünen, die zunächst ihren Antrag vorstellen können. Vielleicht lässt sich das ja kombinieren mit dem, was als Ersetzungsantrag hier vorliegt. Und dann steigen wir in die Diskussion ein. Wer macht es? Frau Kaspari, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Empore und im Livestream. Ich frage, warum fahren Sie mit dem Auto in die Stadt? Die Frage stelle ich immer mal wieder. Fragen Sie sich selbst, warum fahren Sie mit dem Auto in die Stadt? Die Antwort ist ganz schön häufig, ich habe einen großen Einkauf geplant, meine Kinder müssen in die Kita oder den Sportverein oder als Handwerker, ich habe mein Werkzeug dabei. Und dann kommt noch was. So gut wie immer sagen die Leute, deshalb muss ich mit dem Auto fahren. Und das ist der Punkt. Und genau hier wollen wir ansetzen. Warum müssen die Leute eigentlich mit dem Auto in die Stadt fahren? Warum haben sie keine Wahl? Warum haben sie keine Alternative? Mit diesem Antrag hier wollen wir sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger in Dresden zukünftig eine Wahl haben, je nach Situation verschiedene Verkehrsmittel wählen müssen und nicht eins wählen müssen, wählen können, verschiedene wählen können und nicht immer eins wählen müssen. Und jetzt und hier bieten wir eine Alternative an. Wir erleichtern die Anschaffung von Lastenrädern bis 150 Kilogramm für Gewerbetreibende oder für öffentliche Einrichtungen. Dafür der Antrag. Denn das bietet das Lastenrad. Es bietet einen Transport ohne Auto, damit kein Stau, kein Parken, die kürzesten Wege in der Stadt, kein Parken in der zweiten Reihe und zuverlässig immer in der Zeit, schnell auch in Stoßzeiten. Und was bietet das für Dresdnerinnen und Dresdner? Für das Handwerk. Es entsteht kein Lärm, es entsteht kein zusätzlicher Stau, keine Abgase und damit, besonders heutzutage, wo wir sehen, der Lieferverkehr nimmt zu und zu, ein Weg hin zu mehr Lebensqualität in unserer Stadt. Und genau das brauchen wir in Dresden. Für das Handwerk, für die Dienstleistung, für Paketlieferanten, Umzugsservice, für Pflegedienste und viele, viele weitere mehr. Eine Studie des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt im Auftrag der Bundesregierung gibt an, die Potenziale von Lastenrädern auf der letzten Meile der Transportkette werden von vielen Unternehmern noch unterschätzt. Und genau da setzt unser Antrag an. Er senkt die Schwelle für den Kauf von Transporträdern, denn er fördert mit 30% und bis zu 1.000 Euro der Anschaffungskosten, damit wir auch in Dresden zukünftig das große Potenzial ausschöpfen können. Und ja, eine Unterstützung für die Deutsche, eine Unterstützung für die lokale Wirtschaft. Ich erwarte deshalb eine breite Zustimmung zum Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten in die Fraktionsrunde ein. Beginnt die AfD-Fraktion. Verzichtet. Fraktion Die Linke. Verzichtet. Dann SPD, Herr Drews. Verzichtet. FDP, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin echt wahnsinnig dankbar über diesen Antrag, denn ohne diesen Antrag hätten die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt echt keine Wahlfreiheit, ob sie sich ein Lastenfahrrad oder ein Auto kaufen wollen. Ironie aus. Ironie aus, die Wahlfreiheit gibt es in der Tat nämlich schon heute. Ich möchte jetzt eigentlich keine Diskussion führen über Pflichtaufgaben der Kommunen. Wir sind ja heute schon beim munteren Geld ausgeben gewesen, meinen letzten Anträgen.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass private oder gewerbliche Lastenräder zu subventionieren mit Sicherheit keine kommunale Pflichtaufgabe ist. Egal ob als Voll- oder als Kofinanzierung, es gehört einfach nicht dazu. Wenn die Stadt der Meinung ist, die Verwaltung sich Lastenräder anzuschaffen, um Schulen bei Projekten zu unterstützen, meinetwegen, wenn man damit Mitarbeitern der Verwaltung flexible Mobilität gestalten möchte, Transportmöglichkeiten im Rahmen ihrer Arbeitsaufgaben, kann man auch darüber diskutieren, wie attraktiv dieser Arbeitgeber dann zukünftig sein wird, sei dahingestellt. Lastenräder mit öffentlichem Geld für Gewerbetreibende und Freiberufler anzuschaffen, mit einer Förderung, die nicht zurückgezahlt werden muss, ist eine absolut unfaire Idee. Und zwar nämlich unfair gegenüber den Marktteilnehmern, die von der Stadt nicht unterstützt werden bei der Mobilitätsart, die sie für sich wählen, die zu ihrem Geschäftsmodell passen. Weiterhin stehen da so extrem wahnsinnige Sachen drin, wie wir wollen, dass das soll nicht gelten für Fahrräder oder für Lastenfahrräder, die überwiegend als Werbemittelträger genutzt werden. Wie wollen Sie denn das prüfen? Was schaffen Sie denn hier schon wieder für einen Bürokratieaufwand bei der Prüfung, ob da ein Antragsteller überhaupt antragberechtigt ist oder nicht? Mir wäre es viel lieber, ich finde es schön, dass Sie an die Gewerbetreibenden in dieser Stadt denken, auch wenn Sie das gestern teilweise nicht gemacht haben. Mir wäre es nämlich viel lieber, würden Sie mal darüber unterhalten, was Gewerbetreibende, egal ob große oder kleine, und Freiberufler für Ansprüche an die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt insgesamt haben und mal ganzheitlich schauen, was wir tun können, um Gewerbe und Selbstständige beim erfolgreichen Wirtschaften zu unterstützen. Und dort können wir nach den vielen Pflichtaufgaben, die die Stadt ja hat, auch gern unser Geld investieren. Es besteht auch absolut gar keine Notwendigkeit, so ein Programm aus anderen Gründen aufzulegen. Es gibt Förderprogramme des Bundes, es gibt Förderprogramme, zum Beispiel geplante des Freistaates. Kenia-Koalitionsvertrag, Seite 53. Wir fördern Kommunen und Unternehmen bei der Einführung umweltfreundlicher Stadtlogistikkonzepte, beispielsweise mit Hilfe von Lastenrädern. Wenn Sie also danach suchen, finden Sie das. Wir müssen hier als Stadt auf gar keinen Fall ein extra Lastenradprogramm ablehnen. Wir sollten vielmehr dafür sorgen, dass diese Mittel für den wirklichen Radwegeausbau fließen. Ausbau, nicht Linien aufmalen. Herr Schmidt-Lamontin ist heute leider nicht da. Aber da haben wir nämlich auch schon öfter gehört vom grünen Verkehrsbürgermeister, dass das Geld fehlt. Und das käme dann nämlich wirklich allen Dresdnerinnen und Dresdnern zugute. Und deswegen ist Ihr Antrag einfach abzulehnen. Vielen Dank. Fraktion Freie Wähler? Verzichten. CDU-Fraktion? Gerade nicht hier. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen, was der Herr Malloy gerade sagte, sind Lastenräder ja auch unfair gegenüber Fahrradkurieren, die nicht mit dem Lastenfahrrad fahren, sondern mit dem normalen. Also wenn man Gewerbeförderung machen würde, auch für Freiberufler, die in der Richtung unterwegs sind, müsste man es noch anders tun. Aber zurück zum Antrag. Wir werden dem federführenden Ausschussbericht von UK zustimmen, der ist nämlich ablehnend. Und alle, die ablehnen wollen, sollten auch dem federführenden Bericht zustimmen. Nochmal ganz kurz, warum wir ablehnen. Zum einen gibt es eine Förderung vom Land. Warum sollen wir als Kommune nochmal fördern? Das nächste Problem ist, mittlerweile ist, glaube ich, fast in jedem Stadtbezirksbeirat werden Lastenfahrräder gefördert. Das nächste Thema. Jetzt mache ich mich selbstständig und gründe eine IHG oder irgendeinen kleinen Betrieb, wenn ich ein Lastenfahrrad haben will. Tolle Sache, die Stadt sponsert das. Und vielleicht noch mal als ganz letzten Punkt, das sage ich mal hier ganz klar als Radfahrer. Ich bete zum lieben Gott, dass es nicht Hunderte und Tausende von Lastenfahrrädern in dieser Stadt gibt, weil dann kann man sich von den Radwegen verabschieden. Danke. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich derzeit nicht. Dann können wir ins Abstimmungsverfahren eintreten. Und ich rufe zunächst den interfraktionellen Ersetzungsantrag auf und bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 32 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Und wir kommen nun zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der Ausschussbericht ist ablehnend. Wer ihm also zustimmt, lehnt den zugrunde liegenden Antrag ab. Bitte um Abstimmung.
Diesen Bericht wurde mit 35 Ja-Stimmen bei 28 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen zugestimmt.